Das heißt, zumindest am Wochenende ab und zu mal Sonnenschein. Die haben wir ja auch im April bei diesem Schauerwetter immer. So sieht es dann auch morgen aus. Das heißt, nach Westen hin ziemlich trübe Angelegenheit. 0 bis 4 Stunden Sonne maximal. Richtung Ostsee 8 bis 10 Stunden. In der Osthälfte insgesamt ja dann doch mal 4 bis 6 Stunden Sonne. Am Sonntag ein ähnliches Bild. Immer mal wieder sonnige Auflockerungen neben Schauern. Und da haben wir es dann vor allem im Norden ziemlich trüb mit 0 bis 2 Stunden. Im Süden 4 bis 10 Stunden. Am Alpenrand sogar bis zu 12 Stunden Sonnenschein. Jetzt in der Nacht noch zum Teil Schauer und auch Gewitter. Ganz aktuell im Süden Hessens und auch im Zittauer Gebirge. Da rumpelt es ganz ordentlich. Das Ganze zieht dann weiter nach Nordosten und beruhigt sich auch im Laufe der Nacht. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf meist 14 bis 9 Grad, 7 Grad in den höheren Lagen. Morgen Vormittag Regen aus Südwesten. Das heißt kompakte Wolkenfelder, kaum Chance auf Sonne. Nach Norden und Osten hin immer mal wieder sonnige Abschnitte, sogar länger trocken. Am Nachmittag geht das Ganze dann in typisches Schauerwetter über. Und das heißt zum Teil auch mal richtig kräftige Gewitter mit Starkregen, mit Sturmböen. Und die beziehen sich eigentlich auf ganz Deutschland, ausgenommen der äußerste Norden. Von da wird es etwas trockener und freundlicher. Temperaturen steigen am Nachmittag gerade mal, vor allem im Süden, auf Werte zwischen 16 und 20 Grad. Nach Norden und Nordosten sind es immerhin bis zu 23 Grad. Der Wind, abgesehen von Schauer- und Gewitterböen, schwach bis mäßig aus Südwest. An Nord- und Ostsee ist er spürbar im Mittelwindstärke 4. Und es geht weiter mit Schauerwetter. Das bedeutet für den Samstag immer mal wieder Schauer und Gewitter. Die können auch was kräftiger ausfallen. Am Sonntag dann im Osten und Süden am ehesten trocken und im Süden sogar fast.